Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil für Hunderassen, die nicht für Anfänger geeignet sind. Und heute gibt es mal kleinere Hunderassen. Und als allererstes fangen wir mit der Hunderasse an, die ihr auch gerade schon in echt sehen konntet, und zwar dem Cocker Spaniel. Cocker Spaniel sind natürlich sehr süß, sie sehen auch sehr lieb aus und das sind sie auch. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Cocker Spaniel Jagdhunde sind. Das bedeutet, sie haben einen sehr starken Jagdtrieb und sind deshalb, gerade wenn man sie von der Leine loslassen möchte, sehr schwierig bei sich zu behalten. Also man kann ihnen den Jagdtrieb so gut wie gar nicht oder kaum abgewöhnen. Deshalb kann es vor allem für Anfänger, die einen Hund haben, sehr schwer werden. Außerdem neigen Cocker Spaniel dazu, nicht besonders gut zu hören, und da sie dann so süß gucken, neigen wir Menschen auch dazu, sie zu verhätscheln und dann werden sie verzogen, beziehungsweise hören halt am Ende kaum auf den Menschen, sondern machen, was sie wollen. Als zweites habe ich den Dackel gewählt. Und zwar ist es da ganz egal, welcher Dackel, also egal ob kurzer Dackel, langer Dackel oder Rauhaar-Dackel. Dackel sind auch Jagdhunde. Sie dienen ursprünglich dazu, Füchse aus ihrem Bau heraus zu jagen. Und deshalb sind sie auch immer unterwegs, wenn man sie von der Leine lässt. Es ist auch bei Dackeln sehr schwer, den Jagdtrieb abzugewöhnen, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht möglich. Und ähnlich wie die Cocker Spaniel haben auch die Dackel ihren eigenen Kopf und hören nicht immer so gut auf ihren Besitzer, weshalb man sie auch wirklich sehr gut erziehen sollte. Anfänger können schnell überfordert mit so einem Hund sein oder sie erziehen ihn halt nicht gut genug und dann macht der Hund, was er möchte. Es geht noch weiter bei den Jagdhunden und zwar zählen natürlich auch die Beagle dazu. Beagle sind sehr freundliche Hunde und auch vom Charakter her sehr gut als Familienhunde geeignet. Allerdings sind halt auch sie Jagdhunde und haben einen sehr starken Jagdtrieb. Deshalb müssen sie auch sehr gut erzogen werden, sodass sie auch gut auf ihren Besitzer hören. Bei Jagdhunden ist es halt so, dass Anfänger den Hunden meistens am Anfang, also wenn er ein Welpe ist, nicht klar genug deutlich machen, ich sag mal, wer der Chef ist. Und dann ist es halt so, dass der Hund meistens nicht gut auf den Besitzer hört und halt verzogen ist. Als viertes kommen wir zu einem Hund, den ihr wahrscheinlich alle kennt und von dem ihr vielleicht auch gar nicht gedacht hättet, dass er für Anfänger nicht geeignet ist, und zwar der Chihuahua. Chihuahuas sind zwar die kleinsten Hunde, die es gibt, allerdings sind auch sie gar nicht leicht zu erziehen. Sie haben auch einen sehr speziellen Charakter. Zudem werden sie sehr oft von den Besitzern verhätschelt und sogar wie ein Kind oder Baby behandelt und dadurch nicht ausreichend erzogen. Gerade aus den Gründen, dass die Chihuahuas meistens gar nicht wie ein Tier behandelt werden, sondern von den Besitzern sehr verhätschelt werden und ihrem speziellen Charakter sind sie nicht so gut für Anfänger geeignet. Und die fünfte und damit letzte Hunderasse für dieses Video ist der Shih Tzu. Shih Tzu sind auch sehr gut geeignete Familienhunde. Sie sind auch sehr lieb und deshalb auch gut für Familien geeignet. Allerdings haben sie auch einen spezielleren Charakter. Sie können sehr arrogant sein. Das bedeutet, sie setzen halt auch gerne mal ihren eigenen Kopf durch. Und ich sag mal, obwohl sie so klein sind, sind sie auch sehr dominant. Und Anfänger in der Hundehaltung können damit auch überfordert sein, dem Hund nachgeben und somit ist der Hund dann am Ende halt nicht gut erzogen. So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil. Den ersten Teil verlinke ich euch in der Infobox und ein Video zu fünf geeigneten Hunderassen für Anfänger findet ihr auch in der Infobox. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!